Freunde, was geht? Ghana, USA, X-Jobbers, X-Jiggers, Real Avengers, was geht? Virtual WM. X-Jiggers, X-Jobbers, USA, Ghana, los geht's. Ja, genug gesagt. Was meinst du? Ich will die Weißen haben. Ja, aber meine sehen so. Ja, aber das ist schon wieder. Weiß ich nicht, Holland ist da doch. Aber ist eigentlich ganz geil, oder? Ja, dann nur noch die Weißen. Da haben wir mal wieder überredet. Kann man. Eigentlich würde ich hier noch was umgucken, ob man. Irgendwie sagen kann, ja, das ist das Finale oder so. Ne. Na, egal. Teammanagement, wie immer, ne? Ja. Favorit für dieses Spiel, was sagst du? Die Rasine. Genna. Genna? Weil wenn ich mir das angucke, ne? Sind die alle. Alle im Arsch oder was? Und das nicht nur ein bisschen. Da muss ich auch mal gerade ein bisschen aussortieren. Also zum Glück kann ich das hier alles nur ausschaukeln. Altidore, alte Tore, Altidore. Nein, das wollte ich gar nicht. Gomez. Wo ist Donovan überhaupt? Habe ich überhaupt noch was Gutes hier? Ayu, den kann ich vielleicht noch bringen. Atsu ist gut. Varys, der ist glaube ich schnell. Torres ist gut. Oder Varys, keine Ahnung wie der heißt. Sulimuntari, ne, das passt alles so. Ach, Donovan spielt schon. Oh, der hat aber hartes Minus, ne? Die haben alle Minus, deswegen spiele ich jetzt einfach so. Hast du gar nicht Johnson? Fabian Johnson? Nächste Saison bei Borussia Mönchengladbach? Ach, Freundchen. Naja. Erstes Spiel dieser Gruppe war ein 2-0 für Portugal, aber kein eindeutiges, es war. Penner, das war auf jeden Fall ein Spiel, was man auch Topspiel sagen. Nennen kann. Lernen kann, auf jeden Fall ein Topspiel war es. Und wir hoffen, dass das hier auch eins wird. Boah, da macht USA schon den ersten Schnitzer. Boah, Teng, es gibt Freistoß für mich. Ha! Das gucken wir uns eigentlich nochmal an. Boah, Teng, oh, hier kann es keiner. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde hier schon wieder betrogen. Hier kann es keiner. Schieß einfach mit deinem Torwart. Oh, die Situation konnte ich nicht nutzen. Hätte ich vielleicht einfach doch Kevin Prince schießen lassen sollen, egal. Das ist immer kacke, dann kriegt man immer solche Positionen, wenn man sie nicht braucht. Das heißt, nicht braucht, aber wenn. Wenn man sie nicht möchte. Was macht der denn, Boje? Der ist eine Boje, so wie er umgefallen ist da. Aber das Trikot finde ich sehr geil von Ghana. Mit so afrikanischen Akzenten, der sieht gut aus. Ich bin auch bei der WM immer für Ghana, weil irgendwie, weiß ich nicht. Ich jetzt nicht unbedingt wegen den Spielern, aber halt allgemein für afrikanische Mannschaften. Ich gönne denen das immer total. Wir spielen auch meistens guten Fußball. Und freuen sich auch wirklich, wenn sie da ein Spiel gewinnen. Dauda. Dauda frisst Dauda, Junge. Was meinst du, hier in dieser Gruppe in echt Portugal und Deutschland klar weiter? Oder meinst du, einer von diesen beiden könnte da was reißen? Ich denke, Ghana wird da was reißen können. Meinst du? USA sowieso nicht. Nee. Nein. Nein, das kann nicht sein. USA. Nee. Was willst du denn dazu sagen? USA konnten noch nicht gut Fußball spielen, werden sie auch nicht. Aber natürlich unter der Leitung von Jürgen Klinsmann. Was willst du denn dazu sagen, wenn Deutschland und Portugal rausfliegen und Ghana und USA weiterkommen? Würde dich das sehr überraschen? Ja, das würde mich überraschen. Da würde ich vom Hocker fallen. Und dann gewinnt Honduras die Weltmeisterschaft. Ist klar, Freunde, es wird natürlich wahrscheinlich alles nicht ein. Nein, weil Honduras wird es nicht sein, sondern Algerien. Ja, okay, Algerien haben wir auch schon öfters gesagt, dass Algerien Geheimfavorit ist. Ja, natürlich jetzt genau zum Special Moment hier. Oh! Vibriert mein Handy, das ist natürlich höchst professionell hier, was wir hier machen. Ach, da kann man auch manchmal nichts machen, das sind halt. Wir sind auch nur Menschen. Da geht man halt auch einfach nicht dran. Wir sind eigentlich auch nur Real Avengers, ne? Den Ball noch abgefälscht. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch. Ja, ja, ich werde jetzt normal angerufen. Ja, so geht das auch nicht, ne? Landon Donovan. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalz. Echt laut, ne? Ja, da kann man nur noch nichts machen.
Und schmeißen wir das Handy gleich eben aus dem Fenster? Ja, wäre vielleicht eine Idee. Ich denke mal, ich werde normal anrufen. Oh. Oh, die ist gleich drüben. Das kann natürlich auch immer sein. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Dempsey. Also bis jetzt Ghana eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Oh, Donner, was macht der denn da? Donner Arsch. Da rennt aber einfach ins Aus hier. Das ist auch. Das ist ja einer. Nein. Gomez. Oh. Oh. Hä? Also das war jetzt knapp und irgendwie auch komisch. Asamoah. Schöner Pass auf Gyan. Und gute Flanke. Ich muss übrigens anmerken, Asamoah hat in dem ersten Spiel, das wir gespielt haben, wo der Ton nicht aufgenommen wurde, 2 Tore gemacht und die waren beide richtig geil. Ja. Da hat der X-Jiggers auch ein paar Tische umgeschmissen, weil er es einfach nicht glauben konnte, dass er da verliert durch 2 so Tore, weil das war auch, glaube ich, kein spannendes Spiel, nur diese 2 Schüsse, die dann halt wirklich reingegangen sind. Essien kann das aber auch. Halbzeit. Leider, Halbzeit. Was meinst du? USA muss auch besser werden, wa? Ein bisschen mehr Druck nach vorne könnte wohl passen. Müsste eigentlich wohl gegeben sein. Ja, aber man weiß ja auch nie, was der Gegner macht. Ob ich jetzt hier besser werde oder nicht. Vielleicht passe ich jetzt auf Asamoah und der kriegt den Ball. Oder halt auch nicht, ne? Ist ja halt immer aber offen hinten. Ghana ist auf jeden Fall offen hinten, muss ich sagen. Ja, aber Dempsey und Koka gehen. Ja, manche sind da echt nicht so schnell. Was ich bei Ghana natürlich überhaupt nicht sagen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, Ghana ist nicht so schnell wie Nigeria, aber auch nicht so langsam wie Iran. Suleiman Tari 1-0. Er feiert natürlich nicht, denn ich weiß auch nicht warum, wollte ich jetzt einfach mal machen. Eigentlich hat man ja mal einen grundgeilen Bart von Howard. So einen lasse ich mir auch wachsen. 1-0, Ghana verdient oder nicht, was sagst du? Jetzt im Moment, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es war ja mal eine Antwort, die auf sich warten lassen hat. Die Abwehr steht goldrichtig. Und wie Asamoah. Mindestens ein halbes Jahr. Und das ist 2-0. Asamoah Gyan. Howard schlecht abgewehrt. Gamel Golaso, muss man aber jetzt mal ehrlich gesagt haben. Ja, war sehr schlecht. War aber auch scheiße abgewehrt von Howard. Die USA-Fans sind natürlich bedient. Mehr als bedient. Clint Dempsey hat noch gar nichts irgendwie so gezeigt, finde ich. Dafür, dass er so. Dafür, dass er 82 hat, ist der. Dafür, dass er hier so die treibende Kraft bei USA ist. Aber ich denke mal, das wird dann echt auch nochmal ganz anders aus. Hoffen wir es doch. Für Jürgen. Jürgen Cleansey. Ja, wir könnten eigentlich die Trainer, wenn Deutschland gegen die USA spielt, können wir mal eben schnell Trainer tauschen. Ja. Kein Löw für die USA. Kein Löw die USA. Was trainieren. Macht denn Dauda da? Und der Ball ist drin. 2-1 Anschlusstreffer. Wer war's? Dempsey. Ja, da macht er sein Tor. Natürlich. Durch Fehler. Aber der ja. X-Jiggers hat mal wieder ein Tor geschossen, auch wenn Dauda hier total die Scheiße gemacht hat. Der muss jetzt auch mal was für Selbstvertrauen, muss er jetzt auch mal was. Was für ein Ding, ja. Was für ein Scheißding wohl eher. Da haben wir wenigstens beide ein Scheiß-Tor geschossen. Da geht USA muss natürlich jetzt alles nach vorne werfen. Entweder die holen jetzt hier das 2-2 noch, was ich natürlich nicht hoffe. Opare, komm. Schläft schon wieder dein Bein ein. Ja, das schläft immer schnell ein bei dir. Ich weiß auch nicht. Also, werde ich gleich nochmal auswechseln, wenn der Ball im Aus ist. Der kreist doch nicht so. Dann ist das doch, ne? Freunde, dann zirkuliert hier auch gar nichts. Außer der Ball, der zirkuliert immer.
Abseits nicht. Opare ist schnell. Er holt sich den Ball. Und ich gegen Torres. Torres setzt sich da gut durch. Die Flanke noch. Oh, und abseits. Ja, dann werde ich mal schnell auswechseln, bevor ich noch mein zweites Gegentor fange mir hier. Ja, ich will jetzt mal kurz gucken. Hier. Wen kann ich denn einwechseln? Wer ist denn hier? Vacarso. Vacarso kommt. Und Vares kommt auch auf jeden Fall. Der ist nämlich schnell. Das sind meine vier Optionen. Wechselt ja noch Fabian Johnson ein, den Gladbacher, zukünftigen Gladbacher. Und was macht denn schon wieder Dauda da, beziehungsweise was macht Eddie Johnson an die Latte? Und oh, geklärt, oh. Oh, da habe ich gar nicht aufgepasst. Scheiße, ey. Weg damit, weg damit, weg. Schade von Eddie Johnson. Oh, Ayu. Jetzt gibt er aber nochmal hier ganz schön Gas. Die Amerikaner. Varys, der ist unglaublich schnell. Boah, der muss ja den sicheren Weg wählen. Hat ihn nicht gekriegt. Gut abgewehrt von der USA. Das Spiel bleibt noch spannend. Das Spiel bleibt spannend. Mehr als spannend. Das ist hier mal wieder ein Top-Spiel. Michael Essien. Späte Reaktion von Howard. Mein Gott, die fliegen, die wimmeln sich hier, die tummeln sich hier. Ja, die wollen niemand von uns. Das ist unglaublich. Oh, dumm, dumm, wir geklärt. 5 Minuten noch. 5 Minuten für USA, das hier noch auszugleichen. 5 Minuten für Ghana noch zu überstehen. Wirft USA nochmal alles nach vorne. Man weiß es nicht. Oh, was macht denn der Spieler? Die haben schon eigentlich alles nach vorne geworfen. Torwart, Torwart. Und der Ball ist nicht drin. Der Ball ist nicht drin. Johnson. Ah, ich dachte. Ich dachte, wäre Ecke. Weil das irgendwie raus, als wäre ein Spieler von dir dran gewesen. Clint Dempsey nochmal. Eddie Johnson, der ist schnell, der ist schnell. Nein, 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 nein. Dauda, Dauda. Abseits, abseits, abseits. 2 Minuten Nachspielzeit. Dauda haut die nochmal nach vorne. USA hat alles gegeben. Ob das noch reichen wird? Die wollen es natürlich jetzt. Aber Ghana, beziehungsweise ich, will es nicht. Weg damit jetzt. Oh, es gibt nochmal Freistoß. Freistoß. Und wer wird ihn knallern? Dempsey ist eigentlich der, der das kann hier, ne? Ja, ich glaube, der kann es am besten von allen. Zu viel Bewegung in der Oh. Und ne, Gelb, das müssen wir natürlich auch nachher nach so notieren. Ich hoffe natürlich jetzt irgendwie, dass ich den abwehren kann. Dempsey! Dauda. Dauda hat ihn. Dauda hat das 2-1 fest in den Händen. Das war wichtig von Dauda. Ja. Das war richtig wichtig. Freunde, wir freuen uns natürlich, dass ihr bei diesem spannenden Spiel dabei wart. Ghana, USA. Somit ist Portugal Erster. Und ja, Deutschland Letzter im Moment. Ja, leider. Leider, leider, leider. USA hat natürlich noch eine realistische Chance in Deutschland. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Spieltag wieder dabei seid und bei der Gruppe H. Ja. Haut rein, Freunde. Bis nächstes Mal, Freunde. Haut rein.